Der Gouverneur und meine Wenigkeit. Kleinen Moment. So, also, Ja, ich bin da. ja, so, Meckel. Der Gouverneur und meine Wenigkeit haben jetzt nochmal ihre Bodycam. Also ich habe meine ihre Bodycam gestern Abend eh nochmal angeschaut. Komplett. Der Gouverneur und ich haben sie komplett, ja, komplett. Der Gouverneur und ich haben jetzt nochmal uns die Köpfe zusammengesteckt, sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass die Entscheidung von mir gestern doch vielleicht ein bisschen zu schnell war. Ich biete ihn hiermit an, wieder in den Dienst des Govs zu kommen, in den Secret Service, aber unter gewissen Voraussetzungen. Dass sie ein Fehlverhalten vorgelegt haben, müsste Ihnen klar sein. Ja, schon alleine, dass Es ich meine ging. Vorgesetzten scharf angegiftet habe, weil mir ja selber schon speiübel war. Ja, das auch. Aber auch aufgrund einfach der Tatsache, dass ich Ihnen gesagt habe, einen Tag im Voraus, hören Sie bitte auf alles und jeden zu schießen, was sich bei einem Banküberfall bewegt. Klar, ich habe jetzt Ihre Bodycam geprüft. Es ging da hitzig her, es wurde viel geschossen, es wurde viel durchgefahren. Aber da müssen Sie einfach in Zukunft ein bisschen drauf achten. Und was ich Ihnen auch ans Herz lege, ist, wenn Sie Ihre Stimmbänder aufmachen, dann ist es nicht hier auf dem kompletten Staat hörbar. Also Sie müssen schauen, dass die Person, die Sie ansprechen, auch in Ihrer Hörweite ist, sage ich mal. Dass sie Ja. einem, dass sie eine Person, die gefühlt noch 200 Meter von Ihnen entfernt ist, schreien, bleiben Sie stehen oder entfernen Sie sich, das ist völlig sinnlos. Das wissen Sie hoffentlich auch selber. Ja, bloß, ja, ist definitiv so. Aber Sie haben ja auch gehört, dass ich am gestrigen Tag da auch sofort mich bei dem Herrn entschuldigt habe. Das hat er ja ganz gekonnt Ja, überhört, was mir auch das, das, sehr auf die Leber gestoßen ist. das, 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 das kreide ich Ihnen auch nicht an oder sowas. Das habe ich jetzt in meiner Auswertung eher positiv gesehen. Und deshalb sage ich ja auch, dass ich Sie wieder einstellen würde. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen. Wollen Sie die hören oder sagen Sie von vornherein, nee, wenn es Ich Voraussetzungen gibt? würde die Voraussetzung erstmal hören, weil darauf kommt nämlich jetzt ein Abteilungswechsel. Daraufhin kommt nämlich ein Abteilungswechsel für mich in Frage, wenn es für mich definitiv schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist. Okay, also folgende Voraussetzungen für Ihre Wiedereinstellung ist, Sie werden gederankt, also Sie bekommen nicht Ihren alten Rang zurück, Sie steigen bei mir als Rang 4 ein. Da ist es schon klar. Sie bekommen eine Woche den Schusswaffenverbot, Sie bekommen eine Woche das Verbot, sämtliche Marks anzufahren. Also nehmen wir mal an, Sie sagen jetzt ja zu heute, also Sie kommen heute wieder rein, dann würde das ab heute bis in Dienstag in einer Woche gelten. Und zusätzlich werden Sie an sämtlichen Schulungen nochmals teilnehmen. Das sind die Voraussetzungen, die ich Ihnen anbieten würde oder stellen würde für einen Wiedereintritt in die USSS. Geben Sie mir mal bitte ganz kurz ein bisschen Zeit zum Überlegen, wenn das okay für Sie Sie wäre. können,
Sie können sich auch bis morgen Zeit nehmen zum Überlegen. Sie können jederzeit auf mich zukommen oder auf die Frau Kobayashi. Frau Kobayashi ist in alle Dinge mit eingeweiht als Innenministerin. Ja, ich Soll brauche die. nicht lange. Ich würde eine rauchen auf dem Balkon und würde mich da noch mal, würde mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Können Sie gerne tun. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, in dem Sinne mache ich ganz kurz für YouTube die Aufnahmepause. Ihr Ja, könnt Mann. gerne da weiter Kobayashi, ihr habt dabei gesagt, ich sein. kann es ja eine Ankündigung schreiben. Und dürfen halt ihren Dienst weiter fortführen, weil das ja noch eine Geldstrafe wäre. Ja, okay. Genau. Und dann, wie gesagt, der Herr Reiter, der steht meistens ja da hinten rum, oder funken Sie den einfach mal an, so in einer Viertelstunde oder Ja, so, ich weiß alles nicht. klar. Bin ja noch nicht im Dienst. Ah. Ja, Sie können ja schon alles suspendiert haben, bis dahin eingestellt sein. Jo, ich stelle ihn so lange ein. Ja, dann können Sie ja dann den Herr Reiter anfunken, sobald er wieder da ist, oder wenn Sie den sehen, einfach mit dem reden. Das ist, wie Ja, gesagt, gerade im richtig. Kopf. Genau. Alles klar, ich danke. Jo, ebenso. So. Ach, ja, toll, Oh, mein Zertifikat ist abgelaufen. jo, dann macht es jetzt kurz. Die haben ja jetzt eh EMS-Dienst. Zahlst ja jetzt gerade nur 7.000. Sieben Und fünf, dann, ganz oder genau. sieben, ne, sieben, ne, sieben, ganz genau sieben. Okay. 5.000 und 2.000. Okay. So, hier, also Ja. ganz kurz, wir können ihn momentan nicht einstellen, weil seine ärztlichen Atteste abgelaufen sind. Ja, aber wir können ja trotzdem schon mit dem Herrn Reiter das Gespräch führen oder PV, sowas. es macht Also, Rotmann. Rotmann? Ja, der ist gerade Ich nicht da, mach deswegen. STA und Dinge. Da ich kann Rotmann herholen, warte. Richter! Dann lass den mal herspawnen, weil der ist gerade nicht wach. Also, Meckel, wir sind fertig in dem Fall. Also, Jo, wie gesagt, alles die. andere werde ich dann ja von der Staatsanwaltschaft hören. Genau, aber wie gesagt, da dürfen Sie leider bitte nicht auf mich böse sein oder sowas, aber ich muss da Alles kurz gut, das war weiterleiten. jetzt darauf hin, war das meine eigene Entscheidung, in die PV zu gehen, weil es wird ja sowieso PVs gesucht. Genau. Alles klar, Meckel, alles Gute für Sie Und und wir sehen uns dann. Herr Eiermann, es Ja. ist ja auch zu Ihrem eigenen Schutz, denn ich will ja dem Ansehen vom GOV auch nicht weiter schaden. Und das wäre die Alles. Gefahr, wenn ich dann weiterhin als Secret Agent weiterhin machen würde. Weil du weißt, wie ich bin, Yuri weiß, wie ich bin, und ich will, wie gesagt, wirklich mein Bestes geben, aber wenn ich so dann auch die Verfehlung ein mir handle, dann ist es auch scheiße. Dann lasse ich lieber die Secret Agent Sache liegen. Alles klar. Gut, ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute und wir sehen uns. Na, no, alles klar. Danke. Ja, Brüder, kommt bald. Geh du mal deine Atteste neu machen und Ja, dann mach kannst du ich. Ich eingestellt bin werden. Jo. dann kurz weg. Ich melde mich dann wieder Jo. vorne. Gell? Alles klar, Herr Jo. Reiter. Bis dann. So, dann werden wir mal ganz kurz unsere Dings machen.
So. So, dann gehen wir mal ganz kurz hoch. Holen die 7000. Natürlich. Abheben. Geld abheben. Oh, da ich ja schon weiß, wo es hier hingeht. Einmal das, das auf der Hand und einmal das auf der Bank. Deswegen. Oh ja, was ist denn hier los? Ich brauche eine Info! Felix! Und was macht Robert mit Grill hier? Ich weiß, wo ist Rio? Hilfe, die braucht hier ein. Hilfe! Hilfe, ja. Der hat keine Füße! Hilfe! Bleiben Sie hinten! Hallo! Hallo! Stopp damit! Stopp! Ja, durch viel Arbeit und Geschenk geben. Können Sie impfen? Ja, danke. Hier sind nämlich 8 oder 9 Leute hinten im Gutachtenraum, die jetzt hier alle wieder vollkotzen. Können Sie impfen? Nein, kann ich nicht. Ich bin mich jetzt noch mehr auf den Nerven. Ich warte hier vorne vor der Haustür. Ihr habt der Dame die Impfung verweigert. Sie ist gestorben, ja? Ein Moment. Wen haben wir denn? So. Ich weiß gar nicht, ob der da ist. Ja, toll. Er ist nicht da. Ein Moment. Das haben wir. Das haben wir gleich. Hallo? Impfung, ey, komm Hilfe! Du Scheiße. Können wir bitte wieder gehen? Sie sind 100% sicher, Daily. Daily, was machen Sie hier? Ah, der Kindergarten versammelt sich wieder. Ich frage mal ganz kurz, ob ich einen. Kinder. Bitte schön, einen schönen Abend noch. Ja, machen Sie erstmal den Patienten. Ja, gerne. Bitte ein Wasser. Natürlich. Ein spezielles Wasser oder einfach ein ganz normales? Ja, ein ganz spezielles. B-
Welches spezielle denn? Ein pinkes. Ein pinkes, sehr schön. Bitteschön. Vielen Dank. So, ich bräuchte mal ganz fix ein Gutachten. Hinten im Wort C ist ja wieder die Hölle los. Könnte das mal einer kurzerhand machen? Ich bräuchte es fürs Goff. Tatsächlich sind da hinten drei Ärzte in Behandlungen drin und sie müssten sich der Reihe nach auch anstellen. Ich war eigentlich der Erste hinten. Ja, dann. Na prima, sind die Leute danke. So, junger Mann, Sie brauchen das schon. Ach, ich hasse es schon wieder. Kommt der an mich ran und kotzt mich voll, Alter, die Vogel. Ja, geil, komm. Alter, ey, ich könnte schon noch. Nur noch! Arbia! Der Medic steckt sich da drin, der Medic ist da drin. Nee, jetzt wurde ich auch angekotzt von ihm, dem Bastard. Ich hasse euch. Der Medic. Wer hat mich denn jetzt angekotzt, Junge? Der Medic. Ich hasse euch alle. Ich mache Arbia! Komm, jetzt ihn ab! Ja, das nennen die RP, danke Sascha. Kindergarten, Krabbelgruppe, Abteilung Windelschiss, sorry. Moin. Wir brauchen eine Impfung. Impfung, Hilfe, der Medic versteckt sich da drin, dem geht's nicht gut. Ich lass die erstmal machen. Machen Sie auf, dem geht's nicht gut. Machen Sie auf. Der hat sich machen Sie auf. Der Medic ist da drin. Marcel, dem geht's nicht gut. Machen Sie auf. Der Medic geht's nicht gut. Machen Sie die Tür auf. Der Medic geht's nicht gut. Hier, der Medic. Der Medic. Der ist jetzt drin. Der ist hier eingeschaltet. Der Medic. Ja, Mann, ja. Der Medic. Machen Sie die Tür auf. Ich brauche ein Zäpfchen, bitte geben Sie mir ein Zäpfchen. Ich mache gar nichts, bevor ich hier alle, die nichts brauchen, weg. Ich brauche was. Der hat sich eingesperrt, dem geht's nicht gut, der Kollege. Okay, bitte schießen Sie uns nicht in den Kopf. Schießen Sie uns nicht an. Ey, ich kann nichts machen, hier sind viel zu viele Leute. Dein Kollege, der hat irgendwie Probleme, der hat sich eingesperrt. Hier links, da ist schon jemand, hier links. Der braucht der Behandlung. So, wartet. Komm dann einfach vorbei. Medic, kommen Sie mit. Gehen Sie mit dem Punkt. Jetzt. So, moin. Medic, moin. Der Kollege hat keine Nico, geh einfach nach vorne. Medic. Der hat keine Hilfe. Ich brauche eine Impfung. Hilfe, kommen Sie mit. Dr. Peter Colombo, wir brauchen Sie. Herr Colombo, der hat keine Alle die Presse, stellt euch auf. Ich stehe doch schon, du Müsse. Ich stehe doch schon. Ich stehe doch schon. So, könnt ich mal bitte eine. Nein, ich war als erster. Doch, nein, ich war als egal. Nein, Herr Pinke Hose war als erster. Pinke Hose war als erster da auf jeden Fall. Ja. Doch, ich hab hier eine Menge zu sagen, sonst ruf ich euch in die SPD. Ich bin raus. Jo, was ist das denn? Was ist das denn? Der Grüne nur, der ist genau. Der Hohen, ja, lügen Sie, dass Sie auch zuerst da waren. Ja, das Pech, ja. Ach. Egal, da warten wir eben. Da warten wir eben, bis alle Kindergarten, Kinderkrabbelgruppe, Abteilung Windelschiss fertig sind und dann gehen wir rein. Fertig. Klügere gibt nach. Punkt. Würde auch gerne woanders noch spielen, aber der Server ist leider noch nicht fertig. Skull? Ja.
hier drin ist Massendings verboten, ne? Ja, ich weiß. Genau, das ist Inside. Wie? Du merkst, was hier los ist. Ja. Das ist ein Sabberlätzchen. So, guten Abend, Herr Herr. Was ist passiert? Du schon wieder. Akku? Das ist aber schlecht. Da soll ich denn das wieder dranlegen? Wenn ich keine Füße habe, kann ich ja nichts dranlegen. Servus. Das gibt's doch so Fake-Füße, Fuße. Danke, dass die Nachricht so schnell durchging. Ja, okay, super, super, super. Oh, Entschuldigung. Kriegen die das jetzt da drinnen mal gebacken, oder? Jetzt ist es ruhig. Egal, das weiß ich mal, was Prothesen sind, beziehungsweise, dass es Prothese heißt. Er diskutiert gerade drin, dass es Fake-Fuße gibt. Du kennst keine Prothesen? Alter, könnt ihr euch alle von der Tür mal wegverpissen und nicht direkt die zustellen? Da steht doch gar keiner vor. Ja, steht vor, dahinter stehen zwei Leute direkt hinter der Tür. So. Du wisst schon, dass es immer noch medizinische Räume sind, nicht einfach Räume, um sie einfach hinzustellen. Das da hat jemand Sand in der Vagina. So. Können Sie Gutachten machen? Natürlich, dann kommen Sie mit. Danke. Beide. Natürlich kann ich beide machen. Ja, ich brauche beide, deswegen. Alles gut, als Abteilungsleiter soll ich das für ihn kriegen. Komm, sperr so. Perfekt. Brauchen Sie die denn, Herr Mittel? Ich brauch's fürs Golf. Mal eine Auffrischung wieder. Auffrischung, jawohl. Alter, halt bitte die Fresse vor der Tür. ich hab keinen Bock mehr. Doppelchecks, was ich meine, ne? Ja, ich weiß. Ich hab schon die D-Funk-Leitung spielen lassen. Ist damit die Kuh rot? Ja. Wie groß, wie schwer? 1,65, 65 Kilo. Doch so klein. Ja. Ich bin ein kleiner Schmalhans. Chronische Erkrankung, Allergien. Nö, haben wir nicht. Kommt bei mir was nehmen. Alkohol, Drogenkonsum? Nein, negativ. Probleme mit dem Herzen? Auch nicht. Dann machen wir Liegestütze. Na, aber klar doch. Klar doch. Ich glaube, Sehtest können wir auslassen, ne? Naja, wenn man dann jemanden vom LSPD verwechselt mit jemanden vom... mit bösen Leuten, dann wäre das schon angebracht. So, ich mach dich ab. Ich hab ne Maske auf, du kannst mich gar nicht erkennen. Du trägst immer das exakt gleiche Frisur, das, gleiche Kleidung, du Mensch. Du darfst dich trotzdem nicht erkennen. Mach dich trotzdem ab. Du bist die Einzige, die so rummelt. Ach, scheiß drauf. Sie sagen, wenn's gut sind. Passt. So, Aktion, Willkommen für Sie. Hallo! Was sollst du aufstehen? So. Ey, du kackst doch so. Oh, passt. Jupp. Sie können aufstehen. Prägende oder belastende Erfahrungen in der Kindheit oder Jugend gehabt? Nein, negativ. Psychische Krankheiten? Auch nicht. Auch nicht Medikamente, die Sie einnehmen? Nein, außer Kopfschmerztabletten. Weil manchmal hier ziemlich starke Kopfschmerzen hervorgerufen werden. Sie waren eine Schusswaffe besitzen, wollen Sie? Nein. Nein, benutzen werden mussten Sie schon mal eine? Ja, im Dienst. Was haben Sie da gemacht? Bankraub und Straßensperre durchbrechen von bösen Jungs und ja. Perfekt. Ja, da suchst du doch.
Vielleicht findest du noch immer. Du musst bedroht worden dann schon mal von einer? Ja, in ferner Vergangenheit. Was heißt ferne Vergangenheit? Naja, ich bin schon mal von den Growthlern mit vorgehaltener Waffe. Das war die Anfangszeit. Müsste im Dezember so gewesen sein, letzten Jahres. Was die stärkste Waffe ist? Mund und Gehirn, also nachdenken, bevor man spricht. Jawohl. Gibt's einen Grund für einen tödlichen Schuss? Nein. Nein, perfekt. Sonst noch irgendwelche Fragen, die du hören möchtest? Wenn da keine im Gutachten mehr drin stehen, dann sind wir durch, denke ich mal, oder? Naja. Bisschen. Jo, danke. Jo, danke. Dann, schönen Dienst. Nee, das war's schon. Nochmal Kontrolle wegen Impfung. Kontrolle, Impfung. Brauch's nicht. Okay, danke. Dann schönen Dienst noch. So, dann sind wir da durch. Dann können wir zum Goff zurück. Dann haben wir das. Ah, das ist ja hier wieder schlimm, ey. Könnt schon wieder im Strahl kotzen, ey. So, jetzt können wir nämlich wieder eingestellt werden. Und Volltreffer würde ich da mal sagen. Da kam mal einer geflogen. So, perfekt. Puh, dann haben wir das auch. Perfekt. So, ich bin jetzt soweit fertig. Ja, ich bräuchte mal jemanden von der PV. Ach, guten Tag, Herr McGill. Kannst mitkommen? Jo. So. Du wirst als PV eingestellt werden. Ja, hast richtig. Hast du schon eine Grunderfahrung von der Strafprozessordnung? Null. So wie ich eine Null im USSS war. Okay, erst hast du ein bisschen Ahnung. Also, bisschen Ahnung von Recht und Gesetz, ja, aber Rechtformulierung ist da okay, noch. Wie lange darf man maximal einen Typen einknasten? Ohne Gericht? Stopp. Lass mich nachdenken. ...50 Minuten. Wegen den 5 Sternen. Ja, genau. Wie lange dauert das FFP einknasten? Mit Gericht natürlich. Also wie lange darf mit Gericht eingeknastet werden?
Darf ich überspringen? Sag jetzt einfach irgendwas. Länger. Als 50 Minuten. Länger, genau. Wie viel? Boah, eine Stunde bis, ich würde jetzt einen Zeitraum nehmen, eine Stunde bis eine und eine Viertelstunde. Okay, nee, also auf dem Gericht darf man 100 Minuten einknasten. Okay, hatte ich noch nicht also den Fall, deswegen hatte ich genau, das noch nicht. Was sind zwei Hafteinheiten, wie viele Minuten? Zwei Hafteinheiten sind 20 Minuten. Wie viel sind 10 Hafteinheiten dann? 10 Minuten. Wie viele Minuten? Nein. Wenn zwei Hafteinheiten 2 Minuten sind, wie viel sind dann 10 Hafteinheiten? Eine Minute. Nein. Wenn eine Hafteinheit eine Minute ist, können 10 Hafteinheiten nicht auch eine Minute sein. Na, da merkst du schon, dass ich da sehr, sehr starken Bedarf habe. Was sind 10 also Hafteinheiten? 10 Hafteinheiten. Wenn eine Hafteinheit 10 Minuten ist. Warte mal, eine Hafteinheit in 10 Minuten. 20. Also 10 Hafteinheiten sind. Nee, warte mal. Eine Hafteinheit ist 10 Minuten. Und die Frage war noch 20. 10, 20, 30. Nee, eine Hafteinheit sind 10 Minuten. Wie viel sind 10 Hafteinheiten? Warte mal. Eine Hafteinheit. Oh. Die höchste. Ja, boah, ist du. Ich was bin gerade. Wie lange darf man maximal vor Gericht eigentlich? 50. Nee, 100. Genau. Schau mal, wenn eine Hafteinheit 10 Minuten sind. Und sind 10, 100, ja. Genau. Kopf ist noch nicht da. Genau. Dann, wie lange hat ein Anwalt oder PV Zeit anzufahren? Warte mal. Da gibt es auch eine Minutenzahl. Also ja, ich bin da kurz am Überlegen. Warte mal, der darf 45, glaube, bis 50 Minuten. Stopp. Warte mal, der darf. Anreisezeit. Einen Moment. Strafprozessordnung. Öffentliche Dokumente. Strafprozessordnung. Wenn ich sie jetzt als normaler Bürger finden würde, wäre alles cool. Wo findet man Gesetze? Na, im GOV. Unter öffentliche Dokumente, oder? Nee. Gesetz. Warte mal. Gesetze. Gewerbelizenzen, öffentliches Verzeichnis, Doktortitel, Steuererklärung, Public Dokument, Gewerbeliste, Anwaltsliste, Doktor. Warte mal. Da muss ich jetzt noch mal reingucken. Nee. Gewerbeliste. Nee, das ist es auch nicht. Gewerbeliste, hä? Hä?
Ankündigung. Das ist es auch nicht. Gib mir ein kleines Weilchen, bitte. Hast du gesehen? Was? Wie lange darf jetzt ein PV, wie lange hat ein PV Zeit anzufahren, die PD-Zellen und dann normaler Anwalt halt? Da bin ich gerade am gucken. Ich bin der Meinung, eine Dreiviertelstunde hat man Zeit anzufahren. Ich denke ja, das war glaube so eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten. Warte mal. Nee, das sind 10 Minuten. Ah ja, okay, scheiße. Ja, okay, Wie lange darf man den TV maximal in Haft haben, also in fest, also festgesetzt haben? Das waren, glaube ich, eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten. Das sind genau 5 Minuten. Also 5 Minuten? Habt ihr das geändert? 50. Ja, 50, habe ich ja gesagt. 50 Minuten. Ja, 50 Minuten, habe ich ja gesagt. Nein, du hast von bis gesagt. Ja, okay. Dürfen Taxen an Hotspots, wie zum Beispiel bei dem EMS im Halteverbot parken, wenn diese niemand behindern? Nein, nach neuestem Gesetz nicht. Wieso nicht? Ich habe das, glaube ich, im neuen Gesetz gelesen, dass da Halte- und Parkverbot nicht. Also, dass das, wenn du so und so lange stehst, dass das dann schon unter Parken fällt. Also zählt das auch wahrscheinlich für Taxen. Also, nein. Nee. Taxen dürfen überall parken, solange es, also halten, solange es niemanden behindern. Okay. Und beim, da habe ich was verwechselt, wahrscheinlich. Dementsprechend auch halten. Genau. Darf ein Bürger, welcher in keiner staatlichen Organisation ist, im EMS eine Pistole MK2 mit sich führen, wenn dies... Nein, negativ, besitzt? Weil die MK2 ist für normale Bürger illegal. Zählt zur illegalen Waffe, ja. Weil das eine staatliche Waffe, glaube ich, ist. Ja, ich weiß, Micha. Ich raff mir auch schon den Bart. Weil ich kriege auch gerade graue Haare. Weil ich schon merke, dass ich verkacke. Die scheiß Fragen. Jetzt sollen müssen Rechte vorgelesen werden. Vor den Zellen. Bevor man ihn in die Zellen bringt. Das weiß ich definitiv. Also da braucht man keine andere Frage stellen. Für was stehen folgende Abkürzungen? StGB. Strafgesetzbuch. StPO. Strafprozessordnung. VDSSA. Wie bitte nochmal? VDSSA. Warte mal,
Denk an die, das, an die Artikel. VDSSA. Artikel 1, Absatz 1. Denk mit V an. V. Vertrags. Die Würde eines Menschen ist unantastbar. Wo steht denn das drin? Im Grundgesetz. Verfassung, oder? Ja, richtig. Die ist ja, kann man ja sagen. Was heißt das VDSSA? Nochmal. Verfassung des Staates San Andreas. Richtig. Was heißt BTMG? Betäubungsmittelgesetz. Was heißt BDG? BDG. Bürger. Ja. Oder nein, BDG. Nochmal, stopp. B, D, G. Mit D. Es gibt zweimal, es gibt einmal BGB, es gibt einmal BDG. Bürgerliches Gesetzbuch und das andere B, also das bürgerliche Gesetzbuch und, das BDG. Das trifft auf dich dann zu, wenn du im Kopf angeschrieben bist. Beamtendienstgesetz. Richtig. Was heißt die StVO? Straßenverkehrsordnung. Ja. Kannst du mir erklären, was eine Kaution ist? Kaution, da kann man das bei dem Herrn Kopflosen im Gefängnis dann vorzeitig entlassen. Wenn die Kaution natürlich bei der Strafe aussetzbar ist, kann man das dann ausstellen und der TV kann das im Knast dann beim Kopflosen bezahlen und ist somit dann sofort frei. Okay, perfekt. Noch einmal, noch mal kurz zur Gerichtsordnung. Es gibt zwei Verfahren in der Gerichtsordnung. Einmal das Schnellverfahren und einmal das normale Verfahren. Das Schnellverfahren wird in den Zellen meistens gemacht. Das heißt, es ist einfach ein mündliches Verfahren. Da werden keine Beweise, keine Zeugen genommen. Da wird es einfach, jede Meinung angehört und danach geurteilt. Ja. Genau. Das kannst du dann, wenn du darauf bestehst, in Zellen machen. Oder du klärst es einfach alleine mit den Leuten. Ganz im Endeffekt, wie du willst. Du bist auf dich allein gestellt in den Zellen. Ganz halt im Endeffekt, wie du willst, arbeiten. Genau. Gut. Gegen dich läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren, habe ich gehört. Ja, leider, aber... Der hat ja schon geredet. Ja, richtig. Du, Kreis ist Leiter deines Verfahrens. Er hat anscheinend da schon irgendwas aufgestellt. Deswegen, ich lasse dich nochmal suspendiert, bis auf D-Funk. Ja, bin ich, aber da müsste ich dann... deine Rollenanfrage für... Jo. Für Rang, warte. Erstmal Rang 3, das ist unser Turnier. Und dann gehen wir zu Kreise und dann fragen wir mal, was er da für dich hat. Kopieren. Einfügen. So, das ist mein Name. Fünf, fünf, vier, zwei, zwei. 5422 Rang 3 Abteilung PV eingestellt von Ed
Rotmann, genau. Am 08 10 24, genau. Was muss ich jetzt unten drunter markieren? Mir egal, entweder mich oder irgendjemanden. Mir egal. Krieg einfach ab. Komm mit. Ja, na komm her. Sorry. Tür nicht abschließen. Ja, wer war denn 100 Jahre nicht da? Hä, ich war auf Übung, Junge. Rein da jetzt. Ja, die Tür muss noch abgeschlossen werden. Und dann habe ich immer noch keinen Zugriff darauf. Also kann ich nie schauen. So, jetzt gehen wir zu Kreise. Ah, da steht er schon. Was? Nichts. So, jetzt fragst du Kreise einfach nach deinem Verfahren. Weil sonst kann ich dir nicht hochstufen. Hi. Ja, Kreise? Hallo? Ja? Ja. Wie weit ist das Verfahren? Ja, wie gesagt, ich schicke Ihnen das dann gleich. Ich muss jetzt noch gerade eine andere Anklage vorbereiten. Ja, weil sonst kann mich Herr Brotmann nicht hochstufen, das ist das. Darum geht's. Wegen der außergerichtlichen Verklagung? Nein, das wird da. Ja, haben Sie denn. Haben Sie denn 150.000 Dollar Bar dabei? Noch nicht, aber wenn ich schnell zur Bank fahre, habe ich die gleich. Ja, dann geben Sie mir die direkt, dann sind Sie ja damit einverstanden und dann unterschreibe ich einmal für Sie, ich sende Ihnen das Dokument dann zu und dann ist es. Also das, ja. Na klar, so machen wir's. Genau. Dann dauert das noch ein bisschen. Alles jo. Klar, dann hole ich's Geld, gebe ihnen das und dann ist das alles picobello in Ordnung. Jo. Eigentlich hast du gar keine Zwangsbeurlaubung, aber. Herr Brotmann, ich bin gleich wieder da. Jo. Ich muss ja vorne raus, das ist es ja. Ich muss ja vorne raus. Okay. Also, das wurde ja geändert. Ja. Ach, Mann. Ich muss erst mal das Geld holen hier. Ich hab Gutachten gemacht und alles. Tja, Juri hat schon wieder zu tun an der Tür. Bank nehme ich jetzt. Ich kaufe hier die. Die Life and Weiler. Ach, ich bin ein Trottel. Nehmen wir doch die Goffbank. So.
So, und fertig. Und schon haben wir's. So. Willkommen PV. Ja, jetzt wird's doch was. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe. So, 1000 mal Ausweis geben. Das hat man auch, ja. Nee, habe ich nicht gemacht. So, wo ist denn da der Kreisel? Handel, Austausch. Geh mal, kannst du nicht. Ja, kein Problem. Danke für die Donuts. Wie viel war das jetzt nochmal? 150.000. 1, 2, 3. Bitte schön. Nö, nö, alles gut. Passt schon. Ja. Gut, dann wärst du von meiner Seite aus. So, entweder ihr rafft euch jetzt. Ja, alles gut, Herr Kreisel. Jo. So, entweder ihr rafft euch jetzt und macht eure Arbeit oder ich verteile hier Worms Entlassungen. Dass die Heide kracht. Oh, Yugi hat die Schnauze voll. Ich hab schon ein paar Mal Heli geflogen, aber. So, ich warte mal. Ich sag mal so 1 von 10 so. Ach man. Bier. Okay. Moin, geht doch. Ja, weil das Problem ist, du musst unter Brücken durchfliegen. Oh. Okay. Ganz, ganz viele Brücken. So, warte mal. Wo ist okay. Jetzt? Das heißt, nee, warte mal. Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Wo ich da jetzt stehe. Also, ich würde jetzt mal. McGill Defender of. Ja, was? Defender of Greeny? Okay. Okay. So. Ja, perfekt. Schließen. So, das habe ich. Dann, da brauche ich noch ein paar, 1, 2, 3. Bäm, das darf ich. Bub, fertig ist die Laube. So, in die 1. So, fertig. Herr Brotmann? Ja. Ich bräuchte gegebenenfalls jetzt noch, wenn es noch nicht passiert ist, Zugriff auf Leitstellenblatt. Leitstellenblatt musst du nochmal beantragen. Das ist doch ein Klacks, nichts leichter als das. Genau, beantrag das mal. Dann wird das bestimmt noch genehmigt. Du bist hinzugefügt. Genehmigt wird es auf jeden Fall. So. Kopieren. Einfügen. So. Name. Genau, mach das alles mal. Rechte hast du. Mac. Ja, das Gil. Hast du. Du hast alles eigentlich. Wenn ein Fall reinkommt, am besten, du kannst jetzt jemanden mitnehmen, aber wenn ich und Reiter da sind, kannst du entweder mich oder Reiter mitnehmen. Drei.
Ich bin Rang 3, gell? Ja. Gut, okay. Ina, gut, du kannst mich oder Reiter einfach fragen. Wenn nicht, kannst du alleine gehen. Aber ja, aber da würde ich gerne vorerst jemanden dabei haben. Ich will erst vorher jemanden dabei haben. Ist meine eigene Sicherheit. Nicht, dass wir gleich Verfahrensfehler drin haben. Staatsmittel brauchst du nicht mitnehmen. Richter ist noch so ein Ding. Kannst du, aber eigentlich sind dafür auch nicht zuständig. Richter kannst du dazu buchen quasi. 2, 6. Also, 8, 9. Deswegen frag einfach mit der Reiter. 3, 2. Warte. Ja. Ich bin schnell essen. Mach was du willst. Ja, mach das. Achso, eine wichtige Sache noch. Du ziehst auf diesen Justiz-Channel, oder? Das muss ich gleich gucken. Ich mach das erstmal. Das eine mache ich jetzt erstmal fertig und dann schreibe ich dir. Wenn du die Justizkanäle siehst auf Defunk, dann siehst du auch Nachweisbonus. Bei Nachweisbonus schickst du nach Vorlage bitte rein, dann du bekommst pro Fall 40.000. Jo, kein Thema. Das kriegt man hin. Gmail. So. Kopieren, wieder zumachen. V. Eingestellt von. Acht von Eds Brotmann, genau. So, jetzt muss ich mich erstmal durchwursteln. Justizministerium, Ankündigung. Sehr geehrte Justiz, in kommenden Wochen werden wir mehrere Änderungen. Dokumente, Dienstblatt. So, Zugriffsanfrage, Marktplatz, Dienstplatz, Staatsanwalt. Ach, Stempel für Akten. Okay. Nachweis, Bonus, so. Joll Ernst, TV, TV-Nummer. So. Chat PV, Pflichtverteidiger Templates. Was haben wir denn hier? Okay, das können wir gleich mal offen lassen. Kann nicht geöffnet werden, jetzt geht's. Ich muss noch eine Anwaltsliste hinterlegt werden. Ach du Scheiße. Hast du Dienstausweis? Ja, den muss ich gleich holen, den Dienstausweis. Pro Bono-Fälle. Okay. Anwalt, Anikanisch, ab jetzt verfügbar. Rangänderung.
Oh, meine Maus geht auch schon wieder nicht. Das ist wieder schon geil. So, Morales. Das ist okay. NV nicht verfügbar. Thronlock. Game Crash Media. Hä? So, Chat, mal gucken, was hier abgeht. Secret Service, kleine Änderung. Damit ran. So, okay. Okay, dann, werden wir uns hier mal hinstellen. Ankündigungs-Government. Brauche ich nicht mehr. So, was haben wir denn noch? Government-Arbeitsvertrag. Aufgrund der Justizreform die Endkürze, ja. Was? Talk 1. Teilnehmer am Talk. Finden sich bitte im Talk 1 ein. Was Amy Anderson? Für die Frauen wird bitte SIA Amy Anderson ein so ähnliches erstellen. Gut, okay. Dann werde ich mal meinen Dienstausweis holen. Günther Ernst. Durchsuchungsbefehl erteilen. Dokument erhalten. Dienstausweis. Ja. So, okay. Bodycam ist scharf. Ist das Brotmann? Kreisel. So, Fraktion, Ausweis zeigen. So. Keiner da. Gut, okay. Staatsanwälte haben alle zu tun. So, wer ist jetzt da? Hallo, Herr Möckel. Fraktion. Hallöchen, okay. Popöchen. Ah, da. Da sitzt er wieder. Oh. Jo. Okay, es ist ein bisschen eine Kleidung. Wo findest du meine neue Kleidung? Also Dienstagsweine sehen irgendwie stylisch aus, findet ihr nicht? Ja, das stimmt. Ja, die sind bei mir aber ich unsichtbar. Ich muss den mir mal angucken. Ja. Hab bei ich mir sind noch die nicht unsichtbar. Angeguckt. Warum auch immer. Gucken wir uns den mal an. Ui. Das sieht jetzt aber besser aus. Ey, warum werde ich wieder rumgeschubst? Ja, nein, Frau Walker hat zu schnell Nordic Walking gemacht, Mann. Deswegen. Frau Walker, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Weil ich will nicht einen Ohrstöpsel haben. Zwei Wochen oder so. Dann bin ich seit letzter Woche wieder voll arbeiten. Ach so. Das erklärt. Ich dachte, Sie wären krank. Ja, das bin ich aktuell. Schon wieder? Also ja. Letztes Mal getroffen haben und zusammen das Ding, da warst du auch krank. Ja. Scheiße, ey. Genau wie bei mir, ey. Eine Krankheit löst die nächste ab, ehrlich. Musst halt mal Fenster zu machen, wenn du jetzt mehr Sport machst. Vor allen Dingen, das Fenster Nachrichten ist so, weiß ich jetzt über die Heizung an, aber nein, das bringt alles nichts. Oh, das ist nichts. DM akzeptieren, Sonderakte. Das ist auch nicht mehr die jüngste. Hör auf, ich alte Frau. Was? Die neuen Ausweise sind aber schon ja. Geil. Ja, sag ich doch, ne? Sehen stylisch aus. Oh. Hatte ich mir noch nicht richtig angeguckt. Stopp.
Aber Leute, ich bin schlafen. Ich muss da muss ich noch mal zu Dings. Ach da. Herr Kreisel? Ja, ja, ja. Ich habe da einen Punkt, der mir sauer aufstößt. Jude? Warum wurde mir Mord zur Last gelegt? Da sie gezielt auf eine Person geschossen haben, das darauf schließt. Aber das ist ja nichts durch ein Gericht gemacht worden. Das ist ja nur was vorgeworfen wurde. Okay. Ja, okay. Ich habe auf eine Person geschossen und mit dem Hintergrund, dass sie diese dann, wenn das jetzt ein TV wäre, ja, ne? Ja, das ist richtig. Ja, genau. So, dann bräuchte ich nochmal die Sache vom Leitstellenblatt, die Zugriffssachen, alles was, Das müssen Sie, bei Leitstellenblatt müssen Sie ja im D-Funk eine Anfrage machen. Hab ich alles schon. Das macht ja die HR. Ach, okay, HR macht das ja. Stimmt, da war was. Wer war denn da? Wer war denn nochmal? Ja. Warte mal, wer war HR? Verdienst du halt gutes Geld. Wenn du die Dreijährige direkt am Anfang machst, verdienst du 1500 Euro. Du bist doch HR. Ich bin alles. Ja, ich bräuchte wieder die komplette Palette von dem, was ich vorher hatte. Also Leitstellenblatt. Vorerst. Hä? Warst du draußen oder was? Oh mein Gott. Ja, ich war draußen. Gestern hat's mich kurzerhand rausgekegelt. Meinst du einen Bann kriegt oder was? Nee, nichts von beiden. Ich habe gestern eine Verfehlung gemacht und da hat sich ein Officer ganz gerne aufgeregt. Also, okay. Der ist für euch, der ist für euch. Na Spaß. So, das hab ich. LBG Kurdistan, LBG. Gespeichert. LBG Kurdistan. Ich bin für PKK. Dokumente, Adoptionsverzeichnis. Deswegen, der was dagegen hat, dann. Hey, oi. Euch. Zugriffsanfrage. Euch. So, ich habe erst mal eine Zugriffsanfrage fürs Leitstellenblatt jetzt geschickt. Muss ich Zugriff haben? Ja, wäre sehr, sehr, sehr lieb von dir, Dom. Müsste ich schon Zugriff haben? Okay, warte, ich aktualisiere. Ja, ich sehe was, was ich nicht sehe. Aber ich sehe was. So, Justizblatt. Mama, Richter, Leitung, Staatsanwalt, Pflichtverteidigung. Habe ich gegebenenfalls schon eine D... Warum frage ich nach einer D-Nummer, wenn ich selber gucken kann nach einer Dienstnummer? Ich Ochse, oder? Aber nicht schon umgetragen, ne, oder? Nee, noch nicht. Also ich bin mir noch nicht bewusst. Was hat das vorhin in der Dienstnummer? Ich finde dich gerade gar nicht. Also ich hatte vorher die DN20. 20. USS 20. Also Secret Service. Was bist du jetzt? PV, genau. PV. Ach, okay.
Da steht ja gar nicht mehr drin. Dann muss ich neu eintragen. Ja, Frage. Muss ich mich ab jetzt nur noch im Justizsache eintragen oder auch im anderen Blatt, wo ich mich vorher eingetragen habe? Das ist jetzt die Frage. Nur Justiz. Nur Justiz. Gut, alles klar, da weiß ich Bescheid. Leckt als man nicht mehr bei uns? Was sagst du? Ist als man nicht mehr bei uns? Keine Ahnung. Ist er nicht mehr drin, oder was? Ich finde auf D-Funk keine einzige Nachricht mehr von ihm, weil ich ihm schreiben wollte wegen HR-Rechte. Komm mal drin, ne? Ich habe nämlich keine einzige Nachricht von ihm gefunden, D-Funk, dass ich ihm schreiben könnte, weil er ja offline ist. Nee, das war Kopf für FIB, komm. Oh, jetzt geht's los. Aber warum finde ich den nicht? Jetzt geht's los. Einfach mal alles ein. Habe ich im D-Punkt? Ja, aber im D-Punkt, ich suche den ja gerade. Und ich habe auch schon in die. Gib oben in dem Fenster ein, ALS, und dann kommt der schon. Ja, ganz oben. Mhm. Also habe ich jetzt als PV die PV1. Ist richtig. Gut, okay. Rang ist 3 zurzeit. 3? Jo. Und da Herr Parker gerade ach Scheiße. Was ist denn jetzt hier Pflichtbeteiligung nochmal für eine Abteilung? Ist das Justiz? Ne. Doch, das ist Justiz. Schon, gell? Was ist denn eigentlich Education? Das ist Dingsministerium, Gesundheit. Ach gut, das gibt's ja schon. Dom, ruf. Dom, ruf mich an, ich hab ein PV. Ja, Reiter, wir können. Rotmann. Ja? Ja. Ja, fährst du mit McGill zum FIB? Top, erster Einsatz, ja. Top, Herr Brotmann. Top. Ich habe meine Gangart geändert, okay. Muss ich gar nicht. Weißt du was, ich komm mal mit. Ich guck mir das auch an. Ich hab FIB dabei. Nee, ich guck einfach nur mit. Ich wollte extra nicht FIB fahren. Sie fahren einfach mal, ne? Na, schauen, wie es so geht. Warte, das war Unterhalt. Ich dachte, das fickt die Relations, Herr Reiter. Ja, ich mach ja nicht mit, ich guck nur zu, hä? Naja, was denn das einer? Naja, der darf schön fortrunden, Chief Judge, wenn. So, Herr McGill, was ist denn der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Ja. Nein, nicht sprechen während der Fahrt. Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Verkehr ist flüssig bis fluffig. Wir fahren hier lang. Bei Totschlag war geschlagen. Das hat wohl einer geantwortet. Ja, das hat er doch in der Zelle gesagt. Mit Rutschlag geschlagen. Okay, Herr Brotmann, eigentlich müssen wir hier eine Eskorte dabei haben, dass wir es erst nicht bekommen, ja, stimmt, ja. Ja, es gibt Sanktionen. Oh nein, nicht raus. Oh nein, ich muss mal von meinem Gehalt zahlen, oh nein. No. Ich mache ja nicht mega viel die Stunde. Und die Justiz ist ja nicht am besten bezahlt, oh nein. Ach. Trotzdem immer noch nicht genug, meiner Meinung nach. Rechts. Achso, ich dachte.
Oh Mann. Ja, ja, dieses Team ist schon unterbezahlt. Da hätte man schon was. Naja, aber wirklich, können. Also PVs kriegen jetzt endlich faire Entlohnung, aber. Ja. Achso, gleich Bildwachen-Nickel, ne? Ja. Also, Staatsanwälte, weiß ich, kriegen jetzt knapp 28.000 pro Gerichtsfall, der vor Gericht landet. Wie? Das wusste ich gar nicht. Also, die kriegen jetzt 10.000 für die Anklage. Dann nochmal 12.000 für die Verhandlung. Dann nochmal 6.000 für die Ermittlung. Und 28.000. So. Na gut, aber Ermittlung macht irgendwie nicht jeder. Obwohl es ein Haus hat, ja. Ich verstehe es nicht, Ermittlungsakten gibt es viel weniger als Anklagen. Ja, ja, aber nee, das Ding ist ja, die Ermittlungsakten machen die, wenn die selber noch nachher ermitteln müssen. Ja. Also wenn das FIB zum Beispiel nicht genug macht hat für eine Schuldigkeit. Ich würde immer FIB eine Ermittlungsakte machen. Nein, vor allem, weil ich es immer umschreiben würde, was der schreibt. Du parkst rechts, wir fahren nicht rein, wir fahren nicht rein. Fahren da rein. Oh mein Gott, jetzt machen wir, wie du meinst. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Pflichtverteidigung für den TV. Natürlich, kommen Sie mit. Oh, wie sicher fühlen Sie sich, Herr Miguel? Ach, ganz ja. Sicher, auf dem FIB-Gelände immer. Und Agent H, wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Ah, ja, 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 das freut mich doch zu hören. Das letzte Mal, als ich mit Ihnen PV war, war ja sehr toll, nicht? Wieso? Ich kann mich nicht so oft. Nee, das war ja bei den SD-Zellen. Ich war die letzten schon weg, gell? Ich würde nichts sagen. Naja. Ach, das macht nichts. Die können ruhig lästern. Nein. Hallo, Agents. Hallöchen. Einfach auf Wort. Einen wunderschön. Na, würdest du schon machen? Da, darf nicht laut sagen, Miguel. Allein die vier.